Hermann, grüß dich. Das erste Mal schön, dich immer wieder zu sehen. Aber die Zuschauer draußen, das noch interessieren, wer bist denn du überhaupt? Ich kenne dich ja schon lange aus dem Bundesvorstand. Erzähl doch mal kurz was zu deiner Person und für was du natürlich auch kandidierst hier. Ich bin Allgemeinarzt hier und Psychotherapeut in Feuchtwangen, in einem kleinen Ort. 10.000 Einwohner, habe auch eine kleine Praxis. Ich überarbeite mich nicht, weil ich sehr viel auch sonst noch engagiert bin, zum Beispiel in der ÖDP oder auch in globale Gesundheit. Das ist auch ein wichtiges Anliegen für mich, wo ich da auch in ein paar Gremien drin bin. IPPNW, internationale Ärzte gegen den Atomkrieg. Das Leben ist viel zu interessant, um nur Medizin zu treiben. Und du bist ja auch Mediator, also du sorgst auch bei uns immer in der Partei wieder für die gute Stimmung. Im Bundesvorstand bin ich ja seit eineinhalb Perioden dabei, also seit 3 Jahren. Und ja, ich finde, dass saubere Politik auch bei der Partei selber anfängt, dass wir schauen müssen, dass wir selber gut kommunizieren, anständig miteinander umgehen, gewaltfrei miteinander umgehen, uns zuhören. Und wir sind alles nur Menschen, auch in einer Partei sind es nur Menschen. Aber wir können uns verbessern und wir lernen voneinander und ich finde, dass das Klima bei uns doch sehr konstruktiv ist. Und jetzt kandidierst du, Arno, für was kandidierst du? Ich kandidiere für den Landtag auf der Liste. Ich bin ja Kreisrat und Fraktionsvorsitzender. Wir haben immerhin 4 Sitze in einem Kreistag von 70 Delegierten. Das ist ganz schön. Und da sammelt man natürlich auch viele Einblicke in das, was innerhalb der Politik so passiert. Das ist ja nicht immer das, was in den Medien steht. Es ist sehr, sehr schwierig, das Feld. Ich finde, dass wir auf verschiedenen Ebenen aktiv sein müssen, dass auch natürlich die Landesebene sehr wichtig ist, auch für Energiemaßnahmen, für die Umsetzung der Energiewende. Da wird vieles auch auf der Landesebene gesteuert, wer gefördert wird. Wir haben es ja heute gesehen in der Hochschule, dass Know-how da ist. Aber wenn keine Förderung von der Landesebene kommt, dann passiert halt nichts. Und das alles zusammenzuführen, ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Dieses Koordinieren, dieses Abstimmen, dieses Beziehungsknüpfen. Und da würde ich schon gerne auch auf der Landesebene aktiver sein können. Und sonst, aber das ist ja nicht der einzige Thema auf der Landesebene. Ich glaube, Gesundheitspolitik hat natürlich bei dir einen besonderen Stellenwert. Auch Gesundheitspolitik als Arzt. Ich bin Hausarzt. Ja. Und wir erleben, dass die Hausärzte eigentlich aussterben. Es wird zwar offiziell gefördert, aber man fragt sich, welchen Wert eigentlich das Gesundheitswesen in der Politik wirklich hat. Auf dem Krankenhausbereich wird gespart. Studienplätze sind vor 3-4 Jahren zusammengestrichen worden, von 12.000 auf 10.000, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe. Also da laufen Entwicklungen, die eigentlich dem entgegenstehen, was man will, nämlich eine überalternde Bevölkerung gut versorgen und das auch noch möglichst dezentral. Auch auf dem Land. Auch auf dem Lande. Genau. Und mit welchem System? Und es scheint jetzt so zu sein, dass wir, so wie wir die Kinderbetreuung auf Kinderhorte umstellen und immer in der Familie lassen, auch den Familienarzt, den Hausarzt einfach aussterben lassen und dafür mit MVZs das anonym laufen lassen. Die gute Betreuung, die ein Hausarzt eigentlich über ein Leben lang so leisten kann, wenn er es gut meint und gut macht, die stirbt aus. Und das ist ein Thema, das wirklich auch benannt werden muss, wenn wir nicht auch da unsere Humanmedizin weiter enthumanisieren. Menschlichkeit ist ja für dich ganz wichtig und ich hoffe, dass jetzt die Zuschauer ein bisschen einen Eindruck gewonnen haben über deine menschliche Persönlichkeit, die du bist, die da ganz wertvoll für uns im Bundesvorstand bist. Und vielleicht magst du jetzt nochmal die Zuschauer direkt ansprechen, warum man gerade dich in Mittelfranken auf der Liste wählen sollte als Landtagskandidat. Mal einen richtigen Wahlaufruf, direkt in die Kamera schauen und sag's den Leuten. Liebe Bürger, ich finde, dass Politik was Wunderschönes ist und dass Demokratie einen Wert darstellt, den wir schätzen sollen und den wir erhalten sollen. Und darum ist es ganz wichtig, überhaupt erstmal zur Wahl zu gehen. Ich persönlich stehe mit meiner Lebenserfahrung, mit meiner Zeit in Afrika, mit meinen vielen Engagements dafür, eine gerechte Politik zu versuchen, ein Gestalten, wo jeder so seinen Platz finden kann in dieser Gesellschaft, damit sie menschlich bleibt und gerecht und zukunftsfähig auch für unsere Kinder und Kindeskinder. Dankeschön.